Du hast eine fette Bassdrum, du hast einen fetten, groovigen Bass, aber irgendwie will sich untenrum kein stabiles Low-End einstellen. Ich zeige dir heute, wie du das ändern kannst und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und nachdem ich für das Video letzte Woche ein Soundalike, also ein Kling ungefähr so, von dem K-Pop-Smash-Hit Dynamite gemacht habe, von der großen Band BTS, kennst du nicht? Die haben 100 Millionen Klicks innerhalb von 24 Stunden auf ihr letztes Video gekriegt, also doch schon eine Größenordnung bei YouTube. Auf jeden Fall habe ich ein Soundalike gemacht von dem Song, ursprünglich um zu zeigen, wie man die funky Gitarren einspielt. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir gerne für später mal ein Video hier oben einblenden. Da kannst du nämlich nochmal alles nachschauen, was ich da gemacht habe. Aber zurück zu diesem Soundalike, denn ich habe natürlich auch Bassdrum und Bass nachgebaut. Und das ist ein sehr grooviger Bass und eine stabile Bassdrum, aber irgendwie wollte das Low-End untenrum nicht rund werden. Es war fett, aber es war nicht rund. Also musste ich mich nochmal reinhören in den Song, habe das auch gemacht und wie ich das genau gemacht habe und herausgefunden habe, was die Jungs da tatsächlich gemacht haben, das verrate ich dir gleich auch in der Session und natürlich dann, wie du dafür sorgen kannst, dass du ein stabiles rundes Low-End auch bei deinem Song hinbekommst. Das schauen wir uns gleich in der Session an. Verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da kläre ich die Frage, wie man seinen Vocal Rider von Waves in Studio One dazu überreden kann, dass er die Automationsdaten auch wirklich schreibt. Viele Leute haben das Problem, dass sie den Vocal Rider benutzen, aber er schreibt seine Automationsdaten nicht in Studio One, wohlgemerkt nur in Studio One. Wenn du also Nutzer sein solltest, dann verpasst gleich nicht die Frage der Woche, denn da klären wir, wie das zu lösen ist. Jetzt geht's aber rüber in die Session und wir schauen mal, wie wir das Low-End von deinem Song schön stabil und rund gestalten können. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session und wie du hier sehen kannst, habe ich nicht nur die Session aufgemacht, sondern ich habe auch ein ganz besonderes Plugin aufgemacht. Denn ich habe dir ja gesagt, ich habe auch einen Trick benutzt, um herauszufinden, wie die Kollegen für BTS eigentlich dieses Low-End untenrum aufgefüllt haben. Denn so muss man es tatsächlich nennen, weil der Bass spielt sehr rhythmisch und die Bassdrum spielt Four on the Floor. Dazwischen sind viele Lücken. Wie wurden die aufgefüllt? Und wir können ja mal kurz reinhören, wie der Status Quo ist und dann zeige ich dir, wie ich das herausgefunden habe, was die gemacht haben. Du hörst es, der Bass ist wirklich sehr stabil, der spielt wirklich sehr rhythmisch, also ist viel Luft und viel Platz zwischen Bassdrum und Bass, also gab es da Lücken, die aufgefüllt werden mussten. Und ich habe hier dieses Plugin offen hier, BX Control, es geht aber auch jedes andere Plugin, mit dem du Mitte- und Seitensignal separat voneinander abhören kannst. Denn genau darum geht's. Ich habe einfach mal beim Reinhören in den Song erst mir die Mono-Anteile angehört, also alles, was in der Mitte stattfindet, und dann separat davon die Stereo-Anteile. Und das kannst du hier einstellen beim BX-Control, indem du hier einfach mal auf S für Seitensignal kannst du hier auf Solo stellen. Und dann bleibt nämlich nicht mehr viel übrig vom Song, nämlich nur noch das hier. Aber wenn du genau darauf achtest, dann hörst du, dass im Hintergrund irgendwo was rumwabert und zwar was ziemlich Tiefes. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass die Kollegen höchstwahrscheinlich einen Synthesizer genommen haben, der nur ganz unten rum spielt, der immer, wenn die Bassdrum spielt, einen auf den Deckel kriegt per Sidechain und der möglichst breit unten rum schwirrt. Also eine echte Fläche im Prinzip, die unten rum ist und die im Prinzip alle dann alle Lücken auffüllt, die da gewesen sind. Also nichts leichter als das. Das habe ich mal nachgebaut und habe erstmal hier eine Spur angelegt, die heißt hier Low Flay, also tiefe Fläche. Flay für Fläche ist es immer bei mir und habe dann einfach mal erst einen, ich mache mal hier alle Plugins aus, die ich drauf habe, habe dann einen Synthesizer genommen, den Mojito, der hier bei Studio One mitgeliefert ist, der sieht so aus und da war erstmal ursprünglich dieser Sound eingestellt. Hören wir mal kurz, wie das klingt. Sehr grätzig, aber sehr breiter und sehr fetter Sound erstmal. Und jetzt geht es ja darum, was man aus diesem Sound macht. Als erstes habe ich mal hier mit dem Cut-Off, also wenn du deinen Synthesizer-Plugin nehmen solltest, such dir auch mal so einen breiten, fetten Sound, der auch unten rumspielt. Dann spielst du einfach die Grundnoten ein, die gerade im Song laufen und dann hast du schon das, was wir hier gerade haben. Und habe als erstes dann hier mit dem Cut-Off-Regler erstmal dafür gesorgt, dass das ganze Grätzige obenrum erstmal abgeschnitten wird. Cut-Off abschneiden, dass das abgeschnitten wird. Also erstmal auf Solo. Noch mehr abschneiden. Soweit.
ist schon mal ein fetter Bass unten rum, aber kann natürlich noch dem Bass und der Bassdrum in die Quere kommen, das wollen wir nicht. Also erstmal diesen Sound eingestellt und dann als nächstes einen Kompressor draufgeladen. Der Kompressor soll im Prinzip nur dafür sorgen, dass der Ton und der Bass schön stabil stehen bleibt, dass keine Ausreißer da sein sollten, also nur ganz locker eingestellt. Macht er was? Ja, guck mal. Der hält das Ganze stabil zueinander. Und gleich das Wabern so ein kleines bisschen aus, damit keine Note fett raussticht. Ne? Als nächstes, und das war eigentlich einer der Haupttricks bei der ganzen Geschichte, ein weiterer Kompressor. Und dieser Kompressor wird per Sidechaining über die Bassdrum gesteuert. Das heißt, immer wenn die Bassdrum spielt, kriegt dieser Kompressor das Signal, hey, jetzt komprimieren, und drückt dann in dem Moment, wo die Bassdrum spielt, diesen fetten Bass runter und macht den richtig leise. Das heißt, ich habe den eingestellt hier mit einer Ratio von 4:1. Ich mache den mal kurz an, dann sieht man es besser. 4:1 die Ratio eingestellt und dann mit dem Threshold so eingestellt, dass der möglichst viel komprimiert. Das heißt, immer wenn die Bassdrum spielt, wird dieser Bass richtig leise gemacht, und wir gucken mal, was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, dafür muss ich das Solo erstmal ausmachen. Sekunde, sonst spielt er nämlich nicht. So. Und du siehst, fast 14 dB ist die Reduktion, immer wenn die Bassdrum spielt. Das heißt, er wird richtig leise gemacht. Ich guck mal, dass ich dir das zeigen kann, wie das dann am Ende des Tages klingt. Ich stelle es mal auf Solo. Können wir das schon hören? Nee, da kriegt er aber die Sidechain nichts. Das heißt, wir müssen die Bassdrum auch anmachen. Und die stelle ich hier mal kurz auf leise. So klingt es, wenn die Bassdrum per Sidechain auf den Kompressor des Basses draufklopft. Das ist dieser gelernte Sound, den man auch aus der EDM kennt, aus vielen aktuellen Hits, wo Synthesizer immer mal einen auf den Deckel kriegen. Hier halt umgesetzt für so eine Bassfläche. Und dann wurde die Bassfläche letztendlich nur noch ein bisschen nachbearbeitet. Ich habe den Little Alter Boy draufgepackt. Du kannst aber auch einen ganz normalen Chorus nehmen, der mitgeliefert ist in Studio One zum Beispiel. Ein Chorus, ein Flanger, irgendwas, was so ein bisschen moduliert und den Sound ein bisschen fetter macht. Und wenn du ihn drauf machst, schwimmt der Sound plötzlich links und rechts außen. Kommt also auch dem Signal in der Mitte nicht mehr so in die Quere. Und dann habe ich als Finales nochmal einen Equalizer draufgepackt, der das Signal wirklich so zurechtschneidet. Jetzt kannst du es fast gar nicht mehr hören, ne? So leise ist es geworden. Es soll ja auch nur ganz subtil unten drunter liegen. Ne? Also obenrum alles weggeschnitten, untenrum noch ein Low-Cut, damit es nicht zu tief wird, damit er also hauptsächlich im Bereich zwischen 60 und 200 Hertz hier das Low-End auffüllt. Und wenn ich das Solo mal wieder ausmache und die Bassdrum dazugebe, dann klingt es so. Bisschen laut noch, ne? Und der Effekt soll nur ganz subtil darunter liegen. Das heißt, das ist ein Effekt, wenn ich ihn wegnehme, fehlt was. Achte. Klingt dünn, ne? Und jetzt dazu geschaltet. Perfekt. Wenn der Effekt so ist, dass er nicht auffällt und im Prinzip nur subtil drin ist und erst auffällt, wenn er weggenommen wird, ist er genau an dem richtigen Level. Als aufmerksamer Zuschauer hier im Recording-Blog weißt du aber, dass normalerweise tiefe Frequenzen im Low-End auf den Saiten nichts zu suchen haben. Heutzutage ist es ein bisschen aufgeweicht, aber noch aus früheren Zeiten sagt man immer, dass Frequenzen unterhalb von 100 Hertz eigentlich auf den Saiten nichts zu suchen haben. Und ich habe natürlich auch da eine Vorkehrung getroffen, denn ich habe ja gerade schon den BX Control benutzt und habe mit dem hier das Feature Monomaker genutzt. Das heißt, hier auf der Master-Summe, also hier auf dem Master-Bus, liegt ja der BX Control kurz vorm Limiter, und der sorgt hier einmal mit dem Monomaker dafür, dass sämtliche Signale, die jetzt hier in dem kompletten Song drin sind, aber unter 90 Hertz sind, die werden mono in die Mitte gemischt. Alles, was da drüber ist, darf auf die Seitensignale ausweichen. Du siehst also, ich habe auch da Vorkehrungen getroffen, damit dieser wabernde, breite Bass mir nicht das Low-End untenrum zerstört und die Mitte zerstört, sondern habe da dann nochmal sicherheitshalber den Monomaker genutzt. Und damit war dann im Prinzip, waren alle Lücken gefüllt, ein stabiles Low-End erreicht und trotzdem sind die Saiten nicht mit Bass zugemüllt. Mehr geht nicht, und damit gehen wir jetzt rüber zur Frage der Woche. Also, los geht's. Das nenne ich doch mal eine charmante Variante, sein Low-End untenrum so aufzufüllen, dass wirklich keine Lücken übrig bleiben, selbst wenn du einen groovigen Bass und eine fette Four-on-the-Floor-Bass-Drum hast. Trotzdem hast du ein stabiles Low-End, nur mit Sidechaining und einem Synthesizer, also nur Bordmittel,
Wunderbar, mehr geht nicht. Kommen wir zur Frage der Woche, die kommt heute von Mike und Mike schreibt: Hallo Jonas, danke für deine Beiträge, die sehr interessant sind und ich höre sie immer am Weg für die Arbeit, in die Arbeit und am Weg nach Hause. So kann ich während der einstündigen Fahrt mein Wissen erweitern. Der Mike schreibt von dem Podcast: Jede Folge, die du hier hören kannst, gibt es natürlich oder sehen kannst, die gibt es ja auch als Podcast. Link unten in der Videobeschreibung zu Spotify, iTunes, wo auch immer, kannst du das Ganze nochmal unterwegs hören, wenn dir langweilig sein sollte. Meine Frage: Ich habe bei dir einen Beitrag bezüglich Vocal Rider gesehen und mir doch glatt das Teil gegönnt. Allerdings schaffe ich es nicht, dass es die Daten in meine Lautstärkespur von Studio One schreibt. Ich kann zwar eine Automationsspur für den Vocal Rider aufmachen, der zeichnet dort auch die Daten auf, allerdings kann ich mit diesen Daten nichts machen. Also auch nicht kopieren oder so. Ich lade das Plugin in die Spur, stelle Vocal Rider und die Spurautomation auf Latch, starte die Spur, der Vocal Rider reitet, schreibt allerdings nicht die Lautstärke in die Spur. Ja, das ist mir auch schon passiert. Irgendwie stehe ich hier auf der Leitung, vielleicht habe ich etwas übersehen und du kannst mir bitte einen Tipp geben. Liebe Grüße, Mike. Liebe Grüße zurück, lieber Mike. Und nein, du hast nichts übersehen, also nichts, was handelsüblich wäre. In jeder anderen DAW funktioniert es genauso, wie du gesagt hast, außer in PreSonus Studio One. Ich habe auch schon davor gestanden und gedacht, das Plugin ist kaputt, habe irgendwas falsch eingestellt oder so. Nein, habe ich nicht, denn bei Studio One gibt es im Gegensatz zu allen anderen DAWs 3 Einstellungen, die du vornehmen musst, um die Automation zu aktivieren und nicht 2. Normalerweise aktiviert man einmal im Plugin Write, damit das Plugin weiß, jetzt muss ich die Daten schreiben, die ich hier analysiere. Dann stellt man entweder im Mixer oder in der Spur im Arrangement ein, dass da auch die Automation mitgeschrieben wird. Kannst du auf Write stellen, auf Latch oder auf Touch, was die 3 Begriffe bedeuten, habe ich schon mal in einem Video erklärt. Kannst du dir hier oben mal angucken nach dem Video. Auf jeden Fall stellst du es, sagen wir mal, auf Latch. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den du in Studio One, und zwar nur in Studio One, auch aktivieren musst. Denn hier im Plugin, kannst du hier sehen, da gibt es oben links in der Ecke nochmal einen Knopf, wo man die Automation aktivieren muss. Und erst wenn du da auch auf Latch stellst, dann schreibt der Vocal Rider beim Abspielen tatsächlich die Daten, die er liest und die er so analysiert, die schreibt er in die Automationsspur. Und wenn du danach dann das Plugin und an den anderen beiden Stellen wieder Read, also Lesen, einstellst, dann hat er die Automation mit drin und so klappt es dann auch in Studio One. Also in im Arrangement auf Latch stellen, dann auf Write im Plugin und nochmal im Plugin oben links in der Ecke auch nochmal auf Latch, dann klappt es auch im PreSonus Studio One. Schreib du mir doch mal unten in die Kommentare, wofür du alles deinen Vocal Rider benutzt, wenn du ihn nicht für Vocals benutzt. Da bin ich nämlich mal sehr gespannt. Da kann man nämlich auch schöne Sachen mitmachen, zum Beispiel ähnlich wie dem Bass Rider, zum Beispiel beim Bass einsetzen oder bei Akustikgitarren, habe ich schon gehört. Schreib es mir gerne mal unten in die Kommentare und wenn dir dieses Video gefallen haben sollte, dann zeig es mir über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen haben sollte, schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video und wir sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!